So, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Part von Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy Teil 1. Und ich hoffe, ihr könnt mit der Facecam einigermaßen leben, beziehungsweise mit meinem derzeitigen, vielleicht ein bisschen leicht zu groß gewordenen Kopf. Denn ich könnte theoretisch die Facecam hinter mein Ringlicht hin tun. Müsste aber immer da reingucken und dann muss ich immer direkt ins Licht gucken, wo ich auch nicht so Böcke hätte, deshalb konnte ich einfach mal da hin. Genau, und da ich gerade meinen brandneuen Elgato Greenscreen habe, by the way, ganz wieder Flex. Mit einer Hand auf- und abbauen. Mega. Viele sagen, man soll es nicht kaufen, weil es einfach ja, zu schwer ist, zu teuer und alles. Ich finde das mega geil. Denn ich habe eigentlich so ein Stangen-Dings mit so einer grünen Plane. Und das Auf- und Abbauen ist immer so nervig. Das braucht man nur hochziehen, runterziehen, ganz wegtragen. Easy peasy. Aber das ist echt nicht billig. Aber naja, ist halt Elgato. So, egal. Genug geflext, spielen wir mal ein bisschen weiter. Hier, wir starten gerade in den letzten Part. Hier, das sind wir. Episode 4, Adieu und Wandeltag. Tag 1, Ermittlung. Und gehen hier mal rein. Zum Anfang des vierten Falls. Da haben wir schon am Anfang ein bisschen gesehen, aber wir kommen wieder rein. Wie lange ist das jetzt her? 15 Jahre? Ja, ungefähr. 15 Jahre. Eine lange Zeit. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich gelitten habe. Du hast gelitten und auf einmal ergibt sich die perfekte Gelegenheit. Endlich. Die Zeit der Vergeltung ist gekommen. Was? Frohe Weihnachten. Und der Killer ist Edgeworth. 25. Dezember 10.08 Uhr, Amtskanzlei Wright und Partner. Fall gelöst, es war Edgy. Und da sieht man es auch, ich werde wunderbar rausgekickt. Mhm. Vielleicht bin ich ein bisschen zu hell. Sehe ich mir jetzt leicht ungewohnt, da ich hier meine. Ich habe noch meine beiden Softbox normalerweise, die habe ich jetzt gerade nicht hier. Deshalb musste ich jetzt ein bisschen nachjustieren. Aber sowas bin ich ein bisschen. Bisschen Ding. Bisschen dunkel, ich kann es auch ein bisschen übertreiben. Oder so. Nee. Gesundes Mittelmaß. So. Ich denke mal, so passt's. Alles gut. So. Hey. Maya. Hey, hey, Nick. Sag mal, sind hier irgendwelche. War ein bisschen laut bei mir. Bisschen runterdrehen. Sind hier in der Gegend irgendwelche brauchbaren Wasserfälle? Wasserfälle? Wieso das denn? Hier, Jenik, ist doch klar. Ich brauche einen Wasserfall, um mich runterzustellen. Am liebsten einen eiskalten. Ah ja. Ist das Teil deiner Ausbildung zum Medium? Genau. Naja, außerdem habe ich mir in letzter Zeit ein wenig gehen lassen. Ja. Den Elementen trotzend werde ich in den eisigen Fluten mein Innerstes erneuern. Okay. Von den Wasserfällen weiß ich nichts, aber der Gurutsee ist nicht weit. Ah, verdammt. Entschuldigung, aber jetzt reicht's. Nimm doch einfach eine kalte Dusche. Gute Idee. Boah, 400 IQ.
Soviel zu den eisigen Fluten. Zur nächsten Meldung. Ein großes, nicht zu identifizierendes Tier wurde am Gurtsee gesichtet. Ach ja, dieses komische Nessie auf Fisch bestellt. Boah, ich weiß nicht, es gab ein Nessie. Dings ist angeblich der Mörder, wissen wir auch schon mehr oder weniger. Und ich weiß nicht, es gab irgendeine, die hier einen sächsischen Akzent hat. Oder irgendeinen anderen, nee, nicht Akzent, Dialekt, irgendeinen komischen Dialekt. Und ich weiß doch, dass, ach, wer ist denn noch der? Ich bin so schlecht bei sowas. Er hier. Gamschau, genau. Der Dick. Er hier. Der Nicht-Ehrenmann. Der ist ja echt ziemlich nervig, das weiß ich noch. Also wird die Polizei ziemlich Stress machen in Form von Gamschau. Die ganze Stadt ist eine helle Aufregung. Es wurde Gurdi getauft. In Anlehnung an Nessie, das Monster von Loch Ness. Obwohl sich jetzt sein Namensvetter Nessie als Schwindel herausstellte, was bis heute nicht richtig bewiesen ist, man weiß nie, was da rumschwimmt, sind die Einheimischen zuversichtlich, dass es ihren Gurdi wirklich gibt. Langweilig. Jetzt zur Abwechslung wollen wir mit ein paar echten Nachrichten oder ein paar True Crimes. Ich glaube, die waren damals noch nicht so ganz hype wie derzeit. Nick? Hm? Der Wasserdruck in der Dusche ist ganz schön niedrig. Du willst höheren Wasserdruck? Dann runter zur Feuerwasser und lass dir vorne den Schlauch abspritzen. Boah, da kommt mir gerade ein ganz komisches Video in den Sinn. Gute Idee, Nick. Außersinnliche Wahrnehmung hilft offenbar nicht bei Bemerken von Sarkasmus. Wir unterbrechen das Programm für eine Sondermeldung. Der Gurze hält uns weiter in Atem. Aber dieses Mal handelt es sich um einen Mord. Schon wieder der Gurze? Die Leiche eines Mannes wurde heute Morgen im See gefunden. Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen. Interne Quellen behaupten, es handelt sich um den 24-jährigen Miles Edgeworth. Boah, der ist 24. Der ist 6 Jahre jünger als ich, der Homeboy. Ach du meine Güte. Ein junger Staatsanwalt mit herausragenden Fähigkeiten und Verbindungen. Ihm stand eine große Karriere bevor. Hat er sich selbst seine Zukunft beraubt? Edgeworth? Was ist los? Edgeworth würde sowas nie tun. Nick? Meine Güte, Maya. Der Feuerwehrmann hat mich angeschrien, als ich ihn angerufen habe. Das ist unser geringstes Problem. Sie haben Edgeworth verhaftet. Was? Den Staatsanwalt? Ja, er ist Tatverdächtiger. In einem Mordfall. Was? Wann? Wo? Wen? Warum? Wie? Wozu? Ich habe keine Ahnung. Die Sache soll ich uns mal genau angucken, Nick. Boah, die ist sauer. Aber anders. Okay, was tun wir? Also, was wollen wir tun? Was meinst du? Lasst uns ermitteln. That's the spirit, girl. Wir sollten mit Herrn Edgeworth reden und um Tat und nach Spuren suchen. Ja, wir brauchen mehr Details. Für Kopflosigkeit ist später noch genug Zeit. Vorschläge? Und? Irgendwelche Ideen? Irgendwie nicht. Ich denke am besten, wenn ich unter einem Wasserfall stehe. Boah, die mit einem Wasserfall. Also es gibt echt Leute, die meditieren echt unter einem Wasserfall. Macht das nicht auch. Weiß ich, machen das auch Mönche? Gar kein Plan. Also ich weiß, Piccolo bei Dragon Ball Z hat das oft gemacht, das weiß ich noch. Weil bei einigen Animes war das so. Ah, ich weiß nicht so recht. Sonst im Resin haben wir nichts außer meinen schönen Donutring hier. AKA Anwaltsmarke. Und suchen gar nichts, gequatscht habe ich schon. Dann rufen wir uns mal zum Kurze oder zur Strafanstalt. Na, quatsch erst mal mit Edgeworth an sich, wenn er da ist. 25. Dezember Strafanstalt Besucherraum. Weißt du, Nick? Irgendwann waren wir alle schon mal hier, oder? Könnte in unserer Arbeit liegen.
Da sollten wir besser nicht allzu vielen Leuten nur die Nase reiben. Wo ist er? Da. Boah, diese Erscheinung. Pff. Ah! Ich meine, sieht so ein Killer aus. Wirklich nicht. Da kann doch keinem was zu leide tun. Hey, etwas. Kommen Sie zurück. Warum sind Sie hier? Boah, jetzt ist er wieder richtig in seinen Yaoi-Modus. Nick. Sieht nicht so aus, als ob er besonders gute Laune hat. Naja, er sitzt gerade im Knast. Hättest du hier gute Laune? Also, warum sind Sie hier? Ohne extra mit auszulachen? Dann lachen Sie. Lachen Sie. Hier? Warum lachen Sie denn nicht? Nick, sollen wir lachen? Nein, das ist ein Trick. Wenn wir lachen, dreht er durch. Oder fängt an zu heulen. Etwas. Glauben Sie, wir hätten genug Freizeit, extra herzukommen, um sie auszulachen? Ja. Ehrlich gesagt, er hat recht. Ich hatte gehofft, sie würden nicht herkommen. Ich wollte nicht, dass sie mich sehen. Nicht so. Boah. Man trifft ihn also in echt so einen richtig guten, Yaoi-Romance-Typ machen. Ich glaube, es gibt sogar einige Yaoi-Mangas, die so ähnliche Charaktere sogar drin haben. Also ich habe nicht viele gelesen, nur ein paar. Wobei die waren eher Richtung Shonen Ai. Aber da waren auch ein paar dabei, die waren so ein bisschen ähnlich drauf. Na, quatschen wir jetzt mal ein bisschen. Was war passiert? Etwas. Sagen Sie mir, was passiert ist. Warum sollte ich? Wozu soll das gut sein? Verdammt nochmal! Wir wollen Ihnen helfen. Mir helfen? Sie? Seien Sie doch nicht albern. Entschuldigung? Sie sind ein Anfänger. Sie hatten erst 3 Fälle. Hey, wir sind gerade im 4. Fall. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Sicher. Mit viel Glück haben Sie alle 3 gewonnen. Aber irgendwann wird der Glück Sie im Stich lassen. Sie brauchen echtes Fachwissen, Wright. Erfahrung. Nick, er hat dich gerade beleidigt. Nick? Warum bin ich eigentlich immer die, die sich aufregen muss? Gurze. Der Mord hat sich am Gurze zugetragen. Richtig? Ja. Gestern. Spät nachts. Ich war da. Ich war ja der Täter. Von dem Beruhten im Gericht ist es ganz schön weit bis zum See. Warum haben Sie sich dort aufgehalten? Ich wollte baden. Warum sollte ich Ihnen das erzählen? Herr Edgeworth, Sie haben nicht wirklich... Doch. Gordy. Hä? Ich war da, um Gordy zu sehen. Gordy? Was soll das sein? Ich sag's dir später. Okay, sie kennt den Steel Samurai, jede Folge vom Steel Samurai. Aber nicht Gordy, das bekannte Monster vom Gurtsee. Really? Warum will Edgeworth uns nichts erzählen? Steckt vielleicht doch was dahinter? Man weiß es nicht. Boah, mir gefällt heute irgendwie meine Kamera nicht so. Sorry. Da bin ich ein bisschen eitel. Mag's doch ein bisschen hell, aber nicht ganz so hell. Sieht's hier aus? Ich finde keinen guten Kontrast irgendwie. Machen wir 60 Hertz. 60 Hertz. 50. Ah, 50 ein bisschen besser. So. Gut, gut. Weiter im Text. Ja, man kann mich ja sehen.
Genau, gequatscht haben wir alles. Untersuchen kann man nichts, präsentieren habe ich auch noch nichts. Dann ab zum Goodiesie. Aber erst mal trinken. Sehr schön. Goodiesie Park Eingang. God Lake Nature Park. Boah, ziemlich gruselige Bäume. Könnte der Okigahara sein? Ist es hier passiert? Ja. Der Goodiesie liegt in der Mitte dieses Parks. Ich kann ihr Potenzial gratulieren sehen. Ah, dann kommt gleich. Gamsho, ich vergesse mal, wie der heißt. Gamsho heißt er. Wahrscheinlich befragen sie Passanten. Hey, ist das der Inspektor Gamsho da drüben? Ah ja, bei der Weg könnt ihr ja nicht meinen Hype-Boss ausschalten, also das Ding hier unter mir. Weg mit dir! Brauche ich ja gerade nicht. Gut, sieht gerade ein bisschen komisch aus mit dem frei fliegenden Kopf. Wo ist mein Kopf? Da. Sieht aber nicht an der Helligkeit, das liegt echt am. Habe ich weiß, wo der Fehler liegt. Der Chroma-Key ist ein bisschen zu krass. Ja. Da war nicht so durchsichtig. Da sieht man den Greenscreen ein bisschen noch. So. Das ist gut, perfekt. Jetzt bin ich ein freifliegender Kopf. Aber wobei. Setze ich mich doch hier drauf. Bin ich noch ein bisschen aufgeräumt. Ich habe übrigens, by the way, wer meine Livestreams kennt, ich habe ja entweder das hier an, mit den ganzen hier oben und den einen hier unten. Müsste gleich kommen. Normalerweise. Kommt das da. Entweder habe ich ja das hier oder das hier mit oben und unten. Aber ich habe das Ganze jetzt ein bisschen anders gemacht. Ich habe jetzt extra hier das hier und extra noch meine Chatbox, die jetzt hier rechts ist. Ich habe extra alles einzeln gemacht. Je nachdem, ob ich jetzt streame oder nicht, so kann ich einfach sagen, okay, ich brauche das oder das oder das. Genau, wollte ich mal ganz kurz erwähnt haben. Aber das ist doch ein bisschen komisch aussieht mit dem freien Kopf, machen wir es doch lieber so. Auch wenn jetzt der Hype-Boss eher für den Chat ist. Also, wer sich kennt. Für jeden Follower werden jetzt hier 100 HP abgezogen. Und der den letzten HP abzieht, ist der nächste Hype-Boss. Genau, wollte ich mal ganz kurz erwähnt haben. So, ist nicht der zweite Gamsho da drüben? Na, Kumpel? Wir sind echt genug Leute hier. Hat jemand was gefunden? Tut mir leid, Inspektor. Nichts. Idiot. Morgen beginnt der Prozess. Wir brauchen Beweise. Aber schnell. Aber Inspektor, da waren keine Beweise. Darum haben wir diesen Anwalt, Herrn Edgeworth, festgenommen. Ist doch klar. Er ist der Schnauze. Versuchen Sie nie wieder sowas zu behaupten. Ich werde. Sie werden es bereuen. Wenn so etwas noch einmal vorkommt. Ich meine. Ach, gehen Sie mir aus den Augen. Verschwinde. Lösch dich. Ja, Inspektor. Inspektor Gamsho ist richtig furchterregend heute. Anfänger. Pah. Hm. Ah! Hey, Sie sind dieser Harry. Harry Butz. Jedes Mal dasselbe. Ich bin nicht Harry. Wright. Phoenix Wright. Oder sich jemals meinen Namen merken wird. Was genau machen Sie hier? Rumschnüffeln? Hä? Nun, ja, ich denke schon. Das ist mein Job. Nun gut. Ich bin hier, um zu helfen. Fragen Sie mich, was Sie wissen wollen. Nun los.
Er ist so anders als sonst. Ich frage mich, was hier wohl los ist. Herr Edgeworth hat uns noch nicht mit seiner Verteidigung betraut. Hä? Oh. Was will ich sagen? Also könnt ihr mich rein theoretisch einfach verdünnisieren und sagen, jo, ist ich mein Klient, faktisch schon I'm out, aber wir klären den Fall auf. Fand es mit gut, interessiert mich sehr. Also, Dick, was ist passiert? Dick, klär mich mal auf. Inspektor Gunshaw? Wissen Sie, was hier passiert ist? Hä? Ich habe keine Ahnung, Junge. Nein? Wow. Okay, hier Hans Cook in die Luft anwalt. Hans Cook in die... Was? Egal. Ich werde es Ihnen sagen. Es passierte letzte Nacht. Etwa 15 Minuten nach Mitternacht. Ja, da war ja schon Weihnachten, genau. Jetzt bin ich doch... Bald sieht man sie ein bisschen. Ah, da merkt man doch ein bisschen, dass die Softboxen auch abgehen. Das ist zum Mäusemitten. Tut euch nie dieses Streamen oder YouTube an, das ist so schrecklich. Irgendwo hier. Dann noch hier die... Ja. Sagt Helika, ich bin ein bisschen runter. Genau. So sieht's gut aus. Und dann beim Chroma-Filter. Ich bin nicht so ganz zufrieden. Sorry, ich weiß, es ist ein bisschen nervig, aber das will ich jetzt hinkriegen. Ich kann doch theoretisch einfach hier ein bisschen mehr aufdrehen. 500 IQ? Ich kann hier auch noch drehen. Ja, jetzt ist es besser, oder? Kurz sind der nur Facecam. Dafür ist besser. So, sorry. Back to the game. Da war ein Boot auf dem Gurtsee. In dem Boot waren zwei Männer. Einen davon hat den anderen mit einer Pistole erschossen. Boom. Und der Schütze war Herr Edgeworth. Ja, sieht man doch. Ein Polizist, der gerade vorbeikam, hat ihn festgenommen. Rein zufällig um Mitternacht läuft ein Polizist vorbei, mitten im See. Alles klar. Wie kam das so schnell her? Nun, es gibt einen Zeugen. Als die Meldung hereinkam, sind wir sofort zum See geeilt. Ein Zeuge? Edgeworth? Sie glauben nicht, dass Herr Edgeworth ein Mörder ist? Absolut nicht. Das ist unmöglich. Mir ist auch egal, was der Zeuge sagt. Ich glaube kein Wort davon. Ja, richtig. Wen kümmert schon, was ein Zeuge sagt? Mich kümmert das? Moment. Okay, es fällt ja nicht um. Ich
Falls ich mecker gerade übelst drum habe, mir gefällt echt gerade meine Facecam nicht so. Oder bin ich ein bisschen zu nah am Licht? Ich glaube, jetzt geht's wieder. Ich darf nicht zu nah rankommen, sonst. Ja, wird es eigentlich durchsichtig. Oder ist der Greenscreen ein bisschen zu weit weg? Egal, jetzt ist es besser. Alles auch so neu für mich, die ganze Technik. Sie glauben, Herr Edgeworth wirklich? Stimmt der Inspektor? Natürlich. Aber die Polizei ist sicher, dass er der Mörder ist. Niemand nimmt diese Ermittlungen so richtig ernst. Oh nein. Nach all der Hilfe, die Herr Edgeworth für uns war, schwer zu glauben, dass keiner auf seiner Seite steht. Nun, wenigstens stehen Sie zu ihm, Inspektor. Wenigstens Sie. Verteidigungsgesuch? Wissen Sie, wer morgen vor Gericht Herrn Edgeworth verteidigen wird? Er hat noch keinen Verteidiger. Was? Die Verhandlung ist morgen, oder? Nun, ich kenne noch nicht die ganze Geschichte. Aber anscheinend wird niemand, mit dem er redet, den Fall übernehmen. Warum nicht? Herr Edgeworth hat es mir nicht gesagt. Als er aufgetaucht seid, dachte ich, ihr würdet ihn verteidigen. Na, leider nicht. Okay, Kumpel, dann hast du eine Aufgabe zu lösen. Hilf Herrn Edgeworth heraus. Beweis jetzt, dass das deine Marke nicht ein dekoratives Stück Blech ist. Beweis es mir, Junge. Beweise, dass du ein Anwalt bist. Okay, das ist meine Ansage. So, der Zeuge? Wer war der Zeuge? Ah, tut mir leid, Junge. Das ist vertraulich. Wir kommen. Der Zeuge hat anscheinend alles gesehen. Ich bin mir sicher, die werden die Verhandlung für morgen ansetzen. Gibt es nur diesen einen Zeugen? Ja. Es war ziemlich kalt draußen auf der See letzte Nacht. Und es war der Weihnachtsabend. Trotzdem waren wir sehr gründlich. Man weiß ja nie, wann man dann noch einen weiteren Zeugen findet. Darum sind wir heute hier, um alles noch einmal genau zu untersuchen. Bisher ohne Erfolg. Oh, heute ist Weihnachten. Das hatte ich ganz vergessen. Ah ja, in Japan ist glaube ich eher der 25. Weihnachten, nicht der 24. Glaube ich zumindest, oder? Genau, es ist der 25. Dezember. Also sagt, heute ist Weihnachten. Was bekomme ich denn von dir zu Weihnachten, Nick? Fragt den Weihnachtsmann. Glaubt, das ist da alles ein bisschen anders? Ich meine, das Weihnachtsessen ist fast schon gesehen traditionell bei KFC. Da die meisten Leute echt denken, zumindest in Japan denken die meisten Leute, dass der Typ von KFC, der Marshall General Dingsbums, also der auf den Eimern, dass das der Weihnachtsmann ist. Das ist ein bisschen strange. So, untersuchen bringt das was? Mal gucken. Auf dem Schild steht Naturpark Gurzi. Dieser Park kann am Wochenende voll mit Familien die Picknick machen. Aber kein Wasserfall. Nur wenige der Picknicker kommen her, um spirituelles Training zu machen, Maya. Die Picknicker. Wissen wir das auch? So, hier gibt es gut ein paar Bilder. Ich fühle heute die Kälte des Winters durch die nackten Laubbäume. Warum werden die Menschen im Winter so gern poetisch? Weiß ich nicht, aber meine Zähne werden langsam taub. Ja, meine Poesie hat diese Wirkung auf manche Leute. Oder was der gleiche ist, sonst ist der gar nichts. Nee. Dann
Moven wir uns mal wieder zur Strafanstalt, damit er nicht geht. Und quatschen mit niemandem. Wir beraten uns und... Was soll ich machen? Hä? Gut, ist hier? Hä? Ich habe nichts zum Präsentieren. Was soll ich machen, Boy? Okay, kurz überlegen. Ja. Viel zu müde, ja? Aber es ist gar nicht so spät. Ist erst 9. Ich weiß, ich nehme meistens zwischen 8 bis 10 auf, circa. Also meistens eher abends. Weil ich meistens denke, okay, da kann ich vielleicht auch streamen. Und dann merke ich immer, okay, streaming gerade nicht. Egal. Machen wir Start Streaming, Start Recording und nehmen es einfach auf. Kein Ding für den King. Kann ich dir überfordern, was soll ich jetzt machen? Ah, ich weiß schon. Weil ich gerade mit der Marke rumzeige. Hätte gesagt, ich soll ihm beweisen, dass meine Marke kein dekoratives Stück Blech ist. Muss mir die Marke präsentieren und sagen, hier, ich bin auch am Wald. So geht's weiter, genau. Puff. Ihre Anwaltsmarke? Edgeworth. Hier ist der komische Donut drin über meinen Schädel. Lassen Sie mich Ihre Verteidigung übernehmen. Hahaha. Gut, der Witz weit. Dafür bin ich noch nicht verzweifelt genug. Noch nicht. Was wollen Sie damit sagen? Nicht? Einen mächtigen Anwalt vertrauen mit des drei Felden? Niemals. Was? Mein Fall ist so gut wie aussichtslos weit. Jeder Verteidiger, mit dem ich gesprochen habe, hat mich abgelehnt. Was? Einfach gesagt, sie hatten Angst zu verlieren. Es könnte auch sein, dass ich selbst schuld in ihrem geringen Selbstvertrauen bin. Immerhin habe ich es geschafft, all ihre Mandanten schuldig sprechen zu lassen. Das gibt's auch nicht. Wie auch immer. Ich will nicht, dass sie in die Sache reingezogen werden. Gerade sie kann ich darum nicht bitten. Waren Sie es? Edgeworth. Es wird mir nicht leicht, diese Frage zu stellen. Aber Sie sind unschuldig, oder? Oder? Glauben Sie doch, was Sie wollen. Eine Bitte habe ich. Aha. Halten Sie sich raus aus dem Fall. Warum? Aber Nick will Ihnen doch nur helfen. Ich weiß. Das weiß ich doch. Aber ich will Ihren Hilfe nicht, okay? Warum nicht? Weil ich ihn liebe. Gehen Sie bitte. Lassen Sie mich in Ruhe. Nick? Herr Edgeworth war es, oder? Naja. Lass es uns woanders versuchen. Aber Nick? Okay, da kommen wir nicht weiter. Nicht untersuchen. Move it! Hier kann ich, glaube ich. Nee. Zurück zur Anwaltskanzlei? Nee. Ich dachte, ich kann jetzt im Park ein bisschen weiter rumsuchen. Das bringt nichts mehr. Hier quatschen. Ah, Verteidigungsgesuch. Ist das wahr? Niemand will den Fall von Herrn Edgeworth übernehmen? Ja, es wird zu einer Berühmtheit. Wenn ihr verteidigt und verliert, ist euer Ruf ruiniert. Außerdem, die Beweise gegen ihn sind, nun, sie sind ziemlich wasserdicht. Das ist klar, wenn es einen Zeugen gibt. Hey Junge, sagen Sie mir nicht, dass Sie ihn auch hängen lassen. Erinnern Sie sich an den Steel Samurai? Edgeworth hat ihm geholfen. Wir Mandanten den Freispruch zu erwirken. Ich weiß. Ich war schon bei Edgeworth. Ich habe es probiert. Er will wirklich nicht,
als wir ihn vertreten. Besonders wir nicht, wie er sagte. Was? Aber das ergibt doch keinen Sinn, Junge. Sie hätten ihn mal hören sollen, wie er bis in der Nacht des Assemblers redete. Er sagte, right, right, right. Immer und immer wieder. Nick? Ich glaube nicht, dass es ein gutes Zeichen ist. Ich auch nicht. Warum sollte er eure Hilfe nicht wollen? Ich verstehe das nicht. Inspektor Gamschau, Chef. Was ist? Was gefunden? Nein, Inspektor, noch nicht. Aber da war ein Anruf aus dem Revier. Sie wollte eine Sitzung zu dem Fall abhalten. Eine Sitzung? Okay, ich bin weg. Oh. Tut mir leid, Junge. Sie haben es ja gehört. Ich muss weg. Irgendwelche letzten Fragen, bevor ich zurückfahre? Ach, vielleicht der Autopsiebericht war auch mal interessant. Was ist passiert? Nun ja. Haben Sie Informationen über das Opfer? Tut mir leid. Der Autopsiebericht ist noch nicht fertig. Ich warte selber noch drauf. Eigentlich, wenn Sie Zeit finden, kommen Sie einfach ins Revier. Da können wir weiterreden. Sie kommen nicht wieder, Inspektor? Wahrscheinlich nicht, Junge. Also, was sollen wir tun, wenn wir jetzt über den zu sprechen haben? Ah, richtig. Hier. Ich zeige Ihnen, wie Sie zum Revier kommen. Kommen Sie doch mal vorbei. Inspektor Gamschau hatte den Weg zum Polizeirevier erklärt. Oh, hey. Inspektor Gamschau. Was? Wir würden es gerne im Park umsehen. Können wir hier ein wenig rumspazieren? Klar, kein Problem, Junge. Sie haben meine Erlaubnis. Yes. Du weißt ja, Nick. Ich glaube, es ist immer eine gute Idee, mit Leuten zu reden, die gerade zu tun haben. Ja, die haben keine Zeit darüber nachzudenken, ob sie Informationen rausgeben. Richtig. Und jetzt lass uns auf Spurensuche gehen. Dann, boah. Kriminalabteilung, Strand am Kurzsee. Ich glaube, beim Strand gab es sogar noch ein weiteres. Ich glaube, es waren sogar zwei oder drei Screens, wo man da abgehen kann. Aber gehen wir erstmal in die Kriminalabteilung. Dann sehen wir jetzt gerade ein bisschen mehr. Genau, da war so ein ganz komisches Mächtiger-Pokémon hier drüben. Und das ist der Chef von ihm. Ganz seltsam. So. Was ist das? Das ist ja eigentlich für ein Mini-Laptop hier. Ach du meine Güte, das ist ja nix. Boah, diese alte Röhren-PCs. Ein Mitarbeiter? Läuft bei denen. Sieht so aus, als wäre Inspektor Gamschau nicht hier. Kann ich Ihnen helfen, Fräulein? Stellen Sie sich etwa? Dann sagen Sie schon. Ladendiebstahl? Diebstahl? Öffentliches Ärgernis erregt? Nein, nichts von all dem. Wir suchen Inspektor Gamschau. Ist er vielleicht hier? Gamschau? Oh ja. Er ist momentan in einer Besprechung. Ich glaube nicht, dass er in nächster Zeit da rauskommt. Okay. Dann kommen wir später wieder. Tun Sie das. Ah ja. Gehen Sie direkt nach Hause. Und halten Sie sogar das Ärger raus. Kein Ladendiebstahl mehr. Verstanden? Sehe ich vielleicht auch aus einer Verbrecherin oder was? Erstmal das untersuchen. Das ist verdächtig. Hey, ist das nicht das Maskottchen des Polizeireviers? Das ist der Blue Badger. Das Badger ist eine Art. Waschbär? Ne, es war ein Balkon, oder? Der Kuhn. Der Superheld von Cartman, beziehungsweise der Bösewicht von Cartman, das ist ja der Kuhn, abgeleitet von Raccoon. Und das ist ja der Waschbär. Oder das hat der Badger nochmal? Auch so ein Viech? Das ist meine Idee. Ich habe es gemacht.
Das ist mein Maskottchen. Ich verstehe, wie nett. Ich werde zum Maskottchen der Kriminalabteilung machen. Da setze ich mich voll ein. Viel Glück. Ja, dem braucht ganz viel zu tun. Boah, dieser Laptop hier. Das ist aus 1823 gefühlt. Das ist eine Tastatur mit einem kleinen Bildschirm drauf. Was ist das? Das sind die Schreibtische der Inspektoren. Auf jeden dazwischen stehen Computer und Ordner. Komisch. Die sind richtig ordentlich. Ich glaube, die Inspektoren verbringen nicht viel Zeit an ihren Schreibtischen. Da ist ein Mitarbeiter. Oder eine Puppe. Das muss einer der Inspektoren sein. Er murmelt etwas vor sich hin. Deine Mama würde weinen, wenn sie dich so sähe. Los, spuck schon aus, du kleiner Schleimkrieger. Der Übpol für Verhöre. Oder der ist geistig nicht so ganz da. Da ist der Chef. Das muss der Chefinspektor sein. Er klebt förmlich an seinem Bildschirm. Ah. Gurze. Gurdi wurde gesichtet. Ich kann es nicht fassen. Sollten Sie etwas Wichtigeres lesen? Sonst gibt es ja nichts. Dann ab zum Gurtsee. Zum Strand am Gurtsee. Bootstiege Ausgang. Samurai Dogs. Okay. Ich muss kurz was trinken. Ich habe ein bisschen Durst heute. Lecker, lecker, lecker. Wow, das ist also der Gurtsee. Yep. Ich weiß nicht, ob ein Wow wert ist. Ich bin gerade überlegen. Farbe meiner, man sieht es gerade nicht wegen meinen Hype-Boss-Schild. Und meines komischen Wasserkopfs. Was ist mein Kopf da? Da steht Bootstiege und Ausgang. Ich glaube, bei meiner DS-Version, die ich damals Let's Played habe, also angefangen habe zu Let's Playen, besser gesagt, sammelt die, glaube ich, nicht. Wollte ich mal ganz kurz erwähnt haben. Huch, wo ist mein Kopf? Da. Vielleicht nicht. Aber, sieh dir mal diesen Imbissstand an. Samurai Hot Dogs? Ich möchte einen Samurai Hot Dog. Bitte. Ich wette, sie sind großartig. Mit einem Namen wie Samurai Hotdog müssen sie das wohl sein. Sie sind ein bisschen spät dran. Die Kinder sind inzwischen alle in rosa Prinzessin-Fanat. Ich meine, verstehst du? Kein Wort. Stil Samurai, Samurai Hotdog. Das ist marketingtechnisch 500 IQ. Wenn ihr meinen Zug behält, dann machen wir Wurst dazu. War ganz traurig hier dieser Weihnachtskranz. Und hier? Hier so ein bisschen diese. Was ist das? Oh, jemand hat ja einen Konfettiwerfer vergessen. Man zieht an der Schnur. By the way, zählt das hier übrigens als. Da. Zählt das hier als Feuerwerk? Dürfte man das in Silvester 2020 knallen lassen? Mit Silvester Böllerverbot? Zählt das dazu? Oder ist das so eine Art Tischfeuerwerk? Man weiß es nicht. Und es macht. Ja, die kenne ich. Die geht's immer zu Silvester. Hey Nick, das könnte ein Hinweis sein. Nehmen wir es mit. Gib es zu. Du willst es nur knallen lassen, richtig? War das so offensichtlich? Ein Konfettiwerfer. Alles mitnehmen. Ich schätze, da könnte jemanden verletzen. Perfekt. Gleich mal ihr in die Nase reinschießen. Hä? Wo ist er hin? Ich habe ihn schon in meine Tasche gesteckt. Einfach mal zapp, zapp. Konfettiwerfer eingesteckt. Sehr gut.
eine leere Mülltonne. Der Abfalleimer ist leer. Wenigstens wird hier ordentlich aufgeräumt. So, da ist ein Baum. Da sind Schilde. Oh. Diese Schilde hätte ich beinahe übersehen. Links Bootstege, rechts Ausgang. So, da sind Bänke. Eine Reihe von Plastikbänken. Ich glaube, man kauft sich einen Hotdog und ist dann gleich hier. Ich bezweifle, dass sich an einem Tag wie heute jemanden zum Essen hier hinsetzt. Mal abgesehen von Maya. Wenn sie einen Samurai-Hotdog bekäme. Ja, also gar keiner, doch. Eine Hotdog-Bude. Sie ist geschlossen. Die Weihnachtsdekoration sieht etwas dämlich aus. Meine Rede, das sieht traurig aus. Auf dem Schild steht Samurai-Hotdogs. Da sollte mal jemand neu dekorieren. Da ist ein Schild, aber man kann gerade nicht lesen, was drauf steht. Das ist da ebenfalls gar nichts, außer das hier an sich. Wow! Der Kurze ist wirklich groß. Ja. Sag mal, Nick. Warum heißt der Kurze? Tja. Vor langer Zeit wuchsen hier mal Flaschenkürbisse. Die sogenannten Gurts. Oh Mann, echt? Ich bin mir sicher, dass dieser See von oben wie ein Flaschenkürbis aussieht. Weißt du, ähnlich wie die Form einer Eieruhr? Nun, es sieht wirklich wie ein Flaschenkürbis aus. Aber das wäre ja nur Zufall. Oh, okay. Okidoki. Dann kommen wir hier weiter. Ja. Wald und Kurzi Bootsverleih. Zum Bootsverleih. Boat Rentals. Boah, richtig high quality. Sigrikidius. Kann man fast schon lesen. Nick. Was ist denn das hier für ein Laden? Ein Bootsverleih. Wie es aussieht, ist über Weihnachten geschlossen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Mord auf einen der Boote nicht gut fürs Geschäft ist. Boote. Ich bin noch nie mit einem Boot gefahren. Wirklich nicht? Sollten wir nach dem Prozess mal ein Boot zu machen? Hey, super Idee. Bin dabei. Gut, mir gibt es ja auch nicht zu gucken. Recht bei den Booten. Auf dem Steg liegen einige Boote im Wasser. Wurde eines dieser Boote beim Mord benutzt? Nick? Hä? Ich hab's mal anders überlegt. Ich möchte doch lieber keine Bootstour machen. Ja, manchmal stirbt man dabei. Ein kleiner Bootsverleih. Sieht nicht so aus, als wäre jemand hier. Er ist wahrscheinlich geschlossen, weil Weihnachten ist. Er ist wahrscheinlich geschlossen, weil er zu ist. Macht Sinn. Keine Hinweise. Ne, hier. Hinweis. In der Richtung befinden sich noch mehr Wald. Ich glaube nicht, dass ich dort brauchbare Hinweise finde. Na, ist auch der Wald. Dann zum Strand zurück. Und hier zum Wald. Oh. Was ist denn hier? Ein Streaming-Setup. Ganz wild. Wald am Gurtsee. Ah! Hier ist die. Das Schild ist geil. Sieht man das? Kann sie ein bisschen größer ziehen, glaube ich. Sag mal. Hier. Seht ihr das? Camping verboten. Ganz wilde Nummer. Boah. Technikmeister. Das ist ein super Bild. Genau, und hier campt auch die mit dem Akzent. Ich weiß nicht, war es eine Sechsin oder... Ich glaube aber schon. Wir sehen es gleich. Mir gefällt es ja nicht. Sieh mal.
Da ist jemand beim Campen. Die haben einen Nerven, an einen Mordschauplatz zu campen. Hey Nick. Weil sie letzte Nacht auch schon hier waren, könnten sie etwas über den Mord wissen. Das stimmt. Nicht schlecht, Maya. Lass uns mal mit ihnen reden. So, untersuchen. Da ist ganz viel Zeugs. Henning, sag nicht, dass du schon wieder Hunger hast. Nein, nein. Ich frage mich, warum die Töpfe und Pfannen beim Campen aus einer Aluminium sind. Darüber stand in meinen juristischen Büchern leider nichts. Es gibt also kein Gesetz, das besagt, dass es Aluminium sein müssen. Ich führe dieses Gespräch nicht. So, das ist ganz viel Müll. Auf der Plastikplane liegen Essen und Zeitschriften. Da muss man schon eine ziemlich dicke Haut haben, um mit dieser Kälte zu kämpfen. Da ist noch ein Auto. Oder, ja, Geländewagen. Der Geländewagen hat auch schon bessere Tage gesehen. Er ist mit Wellen übersät. Ich kann nicht fassen, dass jemand sein Auto hierher fährt. So, wechseln. Die Cam. Diese Kamera hat ein Mikro und irgendeine Vorrichtung. Sie macht wohl Aufnahmen, wenn sie durch ein Geräusch ausgelöst wird. Wow, klasse. Lass uns ausprobieren. Hüstel. Hi, ich heiße Nick. Vielleicht sage ich es nicht laut genug. Tachchen, ich bin Nick. Hä? Nick! Kannst du bitte aufhören? Ist die Blech kaputt? Nicht dagegen treten. Vielleicht ist es so eingestellt, dass sie nicht auf Stimmen reagiert. Tja, was machen wir da? Ich hab's. Der Konfettiwerfer? Peng. Ah ja. Gut, sie hat ausgelöst. Hey! Hey, sie da. Nehmen Sie Ihre Griffe da weg. Die da. Die hat einen Dialekt. Die ist witzig. Was zum Teufel? Sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Eine ganze Filmrolle. Einfach futsch. Hatte die keinen Dialekt? Ich dachte schon. Hey, tut mir leid, kann ich mir nichts kaufen. Wissen Sie, wie viel so ein Film kostet? Ich werde es Ihnen erstatten. Was haben Sie sich dabei gedacht, hier einen Konfettiwerfer aufzufeuern? Nun. Was? Machen Sie bloß nicht einen auf dumm. Nur weil Sie mich für ein Land erhalten. Ja, ich weiß genau, was ihr Stadtfuzis so denkt. Bisher ist das Land eine, die Sprecher so übertrieben schleppen. Die sind so dumm. Lass sie sich eins gesagt sein. Nur weil ich dumm bin, geht das nicht für uns alle. Nick, Hilfe! Nun, und wer ist Sie jetzt? Ihr Anstandswahrbau? Ja, nein, nun, wir sind irgendwie Freunde. Mann. Jetzt überlegen Sie mal in aller Ruhe, was Sie sagen wollen. Und dann raus damit. Mann, oh Mann. Lieber höre ich mir Papas endlosen Serum mal an, als den ganzen Tag hier gestammelt. Oh Mann. Vielleicht sollten wir den Film ersetzen. Vorsicht. Ja, meine Dame. Wenn ich es mir genau überlege, zahle ich lieber später. Tut mir aufrichtig leid. Hatte die nicht beim... Also ich weiß doch, beim DS-Spiel hatte den Dialekt. Wieso hat jetzt kein Dialekt mehr? Ist das jetzt nicht politisch korrekt oder was? Hä? Was ist passiert? Was? Sehen Sie nicht, dass ich dabei bin, den Film zu wechseln? Irgendjemand, und ich will ja niemanden verdächtigen, hat eine ganze Rolle verknipst. Tut mir leid. Das war aber nichts. Ich freue mich, ob ich hier irgendwas zeigen könnte, was Ihre Aufmerksamkeit erregt. Ihr Name?
Was? Sehen Sie nicht, dass ich dabei bin, den Film zu wechseln? Irgendjemand will mich nicht mehr verdächtigen. Tut mir leid. Okay, bringt auch nichts. Präsentieren die Marke. Das ist meine Marke. Hä? Sollten so Marken nicht glänzend und beeindruckend sein? Sind Sie ein Bulle? Ich bin Anwalt. Was? Sie haben doch nicht etwa vor, mich jetzt wegen des Films vor Gericht zu zählen. Nun, ich bin eine echte Kämpferin. Und ich habe schon ganz andere Plot gemacht. Nein, darum geht's doch gar nicht. Wir sind hier, um einen Mord aufzuklären, der auf dem See verübt worden ist. Ein Mord? Ich habe damit nichts zu tun. Ich gucke nur ganz zufällig, so verdächtig. Klingt cool. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Auf geht's, fragen Sie zu. Endlich. Ein Hauch von Kooperation. Sie auch. Sie können jetzt alles in Verstecken heraus. Ich beiß sie nicht. Fest. Jetzt, wie sie es anspricht, wo ist der Meier bloß geblieben? Tut mir leid. Ich werde jetzt überwältigt. Der Kulturschock und so. Macht nichts, Süße. Ich kann auch so reden, das schätzt ihr mich verstehen, okay? Danke. Ich glaube, es geht schon. Na schön. Ich heiße Lotta. Lotta Hart. Aber Sie können Lotta zu mir sagen. Ich bin hier, um Fotos von Meteoriten schauen für ein Forschungsprojekt zu machen. Bin entzückt, Sie kennenzulernen. Okay, sie hat sogar extra gesagt, sie kann auch so reden, dass Städte sie verstehen. Das heißt, sie hat schon einen Dialekt. Im Original. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, warum sie jetzt ganz normal redet. Außer das haben wir jetzt alles Hochdeutsch. Oder müssen wir es Hochdeutsch translated? So, was ist passiert? Ah ja. Gottes Willen. Ah ja. Wann soll denn dieser Mord überhaupt passiert sein? Ich habe in letzter Zeit nicht viel ferngesehen. Spät nachts ein Heiligabend. Ach wirklich? Ein Heiligabend? Ein Mann in einem Boot ist erschossen worden. Haben Sie irgendwas gesehen? Nun, lassen Sie mich mal nachdenken. Ein Boot, sagten Sie? Könnte sein, dass Sie ganz gesehen haben. Bin mir aber nicht sicher. Sie dürfen nicht vergessen, dass ich Sie jetzt schon seit gut 3 Tagen beobachte. Auf dem See war so viel los. Da kann ich mich kaum an ein bestimmtes Boot erinnern. Lotta? Was machen Sie eigentlich, Lotta? Hä? Ich? Haha. Das wollen Sie nicht wirklich wissen, oder? Ja, ich studiere und forsche an der Country University im Herzen unseres Landes. Wow, cool. Nick, Sie studiert und forscht an einer Uni. An der Country University. Hab's gehört. Wann sind Sie eigentlich hier angekommen? Moment, man glaubt, das war für etwa 3 Tage. Was fotografieren Sie denn? Habe ich Ihnen das nicht schon gesagt? Meteoriten. Genauer gesagt, Meteoritenschauer. Sternschnuppen? Big Cam. Das ist eine tolle Kamera, die Sie da haben. Was steht da? Edison? Epson? Davon können Sie mal ausgehen. Deutsche Wertarbeit. Direkt aus Solingen. Da kommen doch die Messer hier. Ach, was ist denn das für ein Gerät, was Sie da an der Kamera gesteckt haben? Hä? Welches Gerät? Es wurde ausgelöst, als ich den Konfettiwerfer gezündet habe. Ach, das Ding. Das löst den Verschluss aus, wenn es bestimmte Geräusche erkennt. Momentan ist es so programmiert, dass es auf laute Geräusche reagiert. Eine programmierbare Kamera. Cool. Lottas Kamera zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ah, kurz kratzen.
so eingestellt, dass automatisch ein Foto gemacht wird, wenn ein lautes Geräusch erfasst wird. Okay, ich bin jetzt zwar kein Sherlock Holmes, aber wenn einer erschossen wird, ist es normalerweise auch ein lautes Geräusch, oder? Von dem her könnte man immer drauf gucken. Aber ich kann hier nichts öffnen oder nachgucken, leider. Okay, jetzt ist mein Profil schon dabei. Lotto H22 behauptet, sie sei Studentin. Sie kämpfte, um Sternschnuppen zu fotografieren. Quatschen, da haben wir alles. Das Suchen. Finde auch alles eigentlich. Sie regelt allerdings nur auf laute Geräusche. Wie ein Konfettiwerfer. Ja, aber auch auf Schüsse. Das ist die andere Frage. Da? Ja. Ihre Kamera. Löst also bei lauten Explosionsgeräuschen aus? Jupp. Nun ja. Das Opfer von unserem Fall. Es wurde mit einer Pistole erschossen. Mit einer Pistole? Richtig. Will den Schuss nicht ein ähnliches Geräusch machen? Wie ein Konfettiwerfer? Ich denke schon. Ihre Kamera. Hat nicht zufällig eine Aufnahme von dem Mob gemacht. Oder doch? Hey! Sie sind verdammt gerissen. Hä? Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Ich sag Ihnen was. Ich schaue mir den Film mal an. Es müsste ein Foto aus der vergangenen Nacht sein. Ich hab's nur mal überflogen. Weiß nicht, ob auf den Bildern was drauf ist. Wenn wirklich etwas drauf wäre, dann wäre ich Zeuge bei einem echten Mord. Hippie! Ich schaue mir den Film jetzt an. Kommt sie unbedingt wieder, okay? Huch, huch. Sie ist in den Geländewagen gestiegen. Ich denke, wir sollten später wiederkommen. Wieso hat er keine Digicam? In welchem Jahrhundert liegt die? Speicherst du einfach in der Cloud? Naja. Ist ein anderes Zeitalter. So, back to the Strand. Back to der Bootsverleih. Nee. Was mache ich denn? Back zum Bootsee? Okay, er ist nicht hier. So, mit ihr quatschen. Bringt das was? Nee, bringt nicht so viel. Ja, vielleicht ist Dick fertig. Mit seinen Termin. Ich glaube, Inspektor Gamsa ist immer noch diese Besprechung. Hey! Danke, dass Sie vorbeigekommen sind, Junge. Inspektor Gamsa. Wir sind gerade mit der Besprechung fertig. So oder so, wer weiß. Ich habe das Gefühl, dass es schlechte Neuigkeiten gibt. Was ist denn los? Das Opfer? Wissen Sie schon was über das Opfer? Nein. Wir können ihn immer noch nicht identifizieren. Hat Herr Edger schon irgendwas gesagt? Kein einziges Wort. Das Treffen? Na, wie ist denn die Besprechung gelaufen? Kann ich Ihnen nicht sagen, Junge. Sie sind Anwalt. Stimmt. Wissen Sie, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Sicher. Herr Edgeworth ist ein Mensch. Genau wie Sie und ich. Dennoch. Ich habe das Gefühl, wenn er etwas Unrechtes getan hätte, würde er es nicht verbergen. Er ist einfach nicht der Typ für sowas. Warum erkennt das sonst niemand? Wir denken also, dass Herr Edgeworth das getan hat? Tja. Der Prozess wird morgen wie geplant beginnen. Verstehe. Hey. Sie haben schon noch nichts. Sie haben uns ja doch noch etwas von der Besprechung erzählt. Sagen Sie es bloß nicht weiter, Junge. Jawohl. Und tun Sie mir einen Gefallen. Stehen Sie Herrn Edgeworth bei. Er braucht Hilfe. Und Sie sind diejenigen, die ihm helfen können.
Ich bin mir sicher, dass er einen Grund hat, warum ich mit ihm sprechen will. Bankinspektor Gamshow. Edgeworth Vertrauen. Inspektor Gamshow? Wie kommt es, dass ich ein Edgeworth so sehr vertrauen? Tja, ich hätte gedacht, dass es offensichtlich ist. Uns verbindet einfach die gute Zusammenarbeit. Wir vertrauen einander. So läuft das eben. Eine gute Zusammenarbeit? Da läuft doch was. Der Edgeworth sorgt dafür, dass die Angeklagten immer schuldig gesprochen werden. Tja. Manchmal sind seine Methoden vielleicht etwas extrem. Aber dafür gibt es einen Grund. Er traut uns an Ermittlungen, okay? Er vertraut darauf, dass wir die Richtigen erwischen. Darum strengen wir ganz besonders an, Junge. Wir müssen uns das Vertrauen sehr geschenkt verdienen. Verstehe. Herr Edgeworth ist ein Mensch, dem Sie vertrauen können. Und darauf gebe ich ihm mein Wort. Gott! Was ist denn los? Ich bin noch gar nicht so müde. Der Autopsiebericht. Ich habe mich gefragt, ob Sie jemals den Autopsiebericht erhalten haben. Ach den. Ja, ich habe eine Kopie gemacht. Autopsiebericht zur Gerichtsakte hinzugefügt. Das ist auch super. Todeszeitpunkt 24. oder 25. Ursache: Schuss ins Herz. Okay. Dankeschön. Aber gut, wer ist das Opfer? Ja, auch mal interessant. Nick? Hä? Kann ich mal das Foto von dem Opfer sehen? Wer ist das? Sieht aus wie ein Pfarrer. Wer ist das? Kennt sie ihn? Dieses Gesicht? Jemand, den du kennst? Ich weiß nicht. Ich habe so ein Gefühl, dass ich ihm vor langer Zeit mal begegnet bin. Wir sind aktuell schon drin. Profile. Ne, ist nicht drin. Dann hätten wir schon einen Namen und das macht ja keinen Sinn. Kurz zu. Ne. Wo ist denn Edgeworth hin? Wo ist denn der Boy? Mal kurz nachdenken. Was ist? Oh, nichts. Aber irgendwas stimmt da nicht. Kannst du mir doch mal den Autopsiebericht geben? Hey! Jetzt weiß ich es wieder. Der Typ hier. Das ist ein Anwalt aus der Kanzlei, für die Mia gearbeitet hat. Ach, Mias alter Chef. Ich habe ihn mal getroffen, als ich mich da mit meinem Schwesterchen getroffen habe. Die Kanzlei? Warte mal. Du meinst Grossbergs Kanzlei? Genau, der Typ. War ein kurzer Ton weg, sorry. Ist gut. Ich habe 20% Akku drauf, also alles gut. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet der Name ins Spiel kommt. Vielleicht sollte ich mich mal mit ihm unterhalten. Der guten alten Zeiten wegen. Interessant. Kann ich jetzt auch zu Großberg gehen. Es gibt hier was zu tun. Und was jetzt? Die Polizei ist so gut wie sicher, dass es Herr Edgeworth war. Und Herr Edgeworth weigert sich, uns etwas zu erzählen. Vielleicht sollten wir mal beim See nach Spuren suchen. Genau. Und? Darf man erfahren, was du gerade denkst? Denk. Also. Warum sagt uns der Edgeworth nichts? Und warum hat er sich geweigert, unsere Hilfe anzunehmen? Was für ein Idiot! Gucken wir mal bei Grossberg nach. Und da wird irgendwie ist. Es ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier war.
Der Crossplug ist wie gewöhnlich nicht da. Hennig, schau mal an die Wand. Ja, das Bild fehlt immer noch. Genau, das Gemälde fehlt immer noch. Was sagt die Gemälde dazu? Mir muss von dem Deal zwischen Herrn Grossberg und Red White gewusst haben. Sie hat Whites gesamte Erpressungsgeschäfte genau verfolgt. Gibt es irgendwas zu untersuchen? Ich glaube eher weniger. Ein massiver Tisch aus Mahagoni. Das Holz ist auf Hochglanz poliert. Hennig, ich möchte für unser Büro auch so einen Tisch. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit, an so einem Tisch zu sitzen. Hä? Ich dachte für mich, solltest du besser anfangen, dein Taschengeld zu sparen. Ein Tisch für Mandanten. Eine elegante Schatulle aus Ebenholz. Und dieses Feuerzeug ist aus Massivgold. Selbst ich erkenne, dass hier jemand so viel Geld hat, dass er damit heizen könnte. Wir sollten unseren Mandantentisch auch etwas dekorieren. Ich hab's nicht so mit dem Rauchen. Wir könnten Süßigkeiten oder Kaugummis hinstellen. Sehr nobel. Aber keine schlechte Idee eigentlich. Bei Kaugummis wäre es eher schlecht. Warum ist die Wand dort anders gefärbt? Dort hing bis vor kurzem mein großes Bild. Ah, was ist dann passiert? Nun, er hat sich mal anders gegeben. Ich wette, er hat es einer Angebeteten gegeben. Liebe blüht auf ewig, Nick. Gewiss. Ja, ein sehr romantisches Bild. Gut, da ist ein Stuhl. Der Nachtsessel. Nicht die Regal. Teuer aussehende Regale aus Mahagoni, voll mit teuer aussehenden Büchern. Gibt es helles und dunkles Mahagoni? Ich kenne mich da null aus. Komisch. Die sehen so aus, als wären sie noch nie gelesen worden. Nun, dann lasst ihr uns mit unserer Kanzlei nehmen. Er wird sie nicht vermissen. Die brauchen wir doch gar nicht. Dann könnten wir diesen Bären aus Holz mitnehmen. Der ist schon irgendwie niedlich. Ah, das ist ein Bär. Sah aus wie so ein Dinosaurier irgendwie. Ich denke mal, da kommen wir nicht so weiter. Boah, wo ist der denn? Egal. Beweise suchen. Ich denke mal, am Strand ist nichts los. Am Wald. Oh, da ist irgendwas los. Wald am Gurtsee. Ah ja, wegen der Fotos, genau. Hey, sieh da. Lotta. Momentchen mal. Ich habe einen Volltreffer. Volltreffer? Meine automatische Kamera hat letzte Nacht zwei Aufnahmen gemacht. Hey. Das sind sie. Schauen Sie sich die mal an. Oh, tolles Stillleben. Moment. Sehen Sie das? Sehen Sie das? Er schießt mit dieser Pistole. Es sieht so aus, ja. Aber man kann gar nicht wirklich erkennen, wer das ist, der da schießt. Kennt dieses schräge Dings nach oben? Ich weiß nicht, was das hier ist. Aber es ist ein Schuss ins Herz. Also in die Brust. Und das ist klar, das kann ein Schuss ins Herz sein. Wenn es unten aber auch eine Waffe ist, könnte die ja schräg nach oben schießen. Der auch ins Herz treffen. Je nachdem, wie der Schusswinkel ist, ob jetzt gerade durch oder so schräg durch, könnte er oder er der Täter sein. Weil dieses schräge Ding nach oben ist schon was leicht verdächtig. Außer ist dieses Ruder-Dings, das gerade schräg im Wasser ist. Was soll es sonst sein? Keine Ahnung. Und das zweite Bild? Tja, gestern Nacht war genug Nebel da draußen, um im Ochsenfrost zu ersticken. Aber wissen Sie, als ich diese Bilder gesehen habe, ist mir etwas eingefallen. Was?
Ich habe gesehen, wie der Mond geschaut. Ich bin eine Zeugin. Was? Meinen Sie das ernst? Ja doch. Wie kann man vergessen? Ach, was soll's. Schätzen Sie, ich sollte es den Brüdern sagen? Lieber nicht. Ich schätze nein. Was soll das? Glauben Sie bloß nicht, dass Sie mich hier über den Tisch ziehen, wenn Sie so reden. Ich weiß genau, dass ich es den Brüdern sagen muss, wenn ich kein Wort gesehen habe. Das ist meine Pflicht als Bürgerin. Hey. Dann zieh ich mal los zu den Bullen. Sie können das Foto haben. Tschüss. Moment, Lotta. Was ist denn noch? Sehen Sie nicht, dass ich ziemlich beschäftigt bin? Sagen Sie doch auch, was Sie gesehen haben. Bitte? Netter Versuch, Süßer. Aber ich bin nicht von gestern. Ich bin eine Zeugin. Und daher bin ich von der Seite der Gerechtigkeit und der Polizei. Eher esse ich das Hinterteil eines weggelaufenen Stinktiers, als ihnen was zu sagen. Lotta. Machen Sie sich deswegen nicht in die Unterhose. Heute Freunde, morgen Feinde. Oder war es andersrum? Egal. Ich hau dann ab. Hey, wir lassen Sie mich aussagen. Ach, supi. Sie ist weg. Tja. Jetzt gibt's noch eine Zeugin. Was machen wir denn jetzt, Janik? Nun, wenn sie etwas gesehen hat, können wir nicht wirklich viel dagegen tun. Die Frage ist nur, was genau hat sie denn gesehen? Ich denke, das erfahren wir morgen im Prozess. Foto vom Sitzungsgericht hinzugefügt. Ja, ein Foto, aber sie hat ja gesagt, sie hat zwei Fotos. Automatisch am 25.12. um 0.15 Uhr geschossen. Also wortwörtlich. Kann man sie nochmal im Detail ansehen? Jo. Genau, das schräge Ding hier nach oben ist schon ein bisschen verdächtig. Hm. Gehen wir mal zurück. Huch. Kurz öffentlicher Strand. Sieht aus, als hätte die Polizei die Befragung abgebrochen. Hey! Nick, ich glaube, dass Nikolas dir böse ist. Lange nicht gesehen, Nick. Nick, kennst du den Nikolas? Wow, Nick und Nikolas, ich verstehe. Mach dich nicht lächerlich. Hey, Alter, ich bin's. Larry? Was machst du hier? Sieht man es nicht? Ich mache meine Arbeit. Ich verkaufe Summery Hot Dogs. Willst du einen? Ich brauche Geld für meine Dates. Meine süße Kianze verdient das Beste. Was ist denn Kianze für ein Name? Kianze? Hoffentlich nicht noch ein Model. Oh, Kianze ist eine tolle Frau, Nick. Dieses Kostüm für ihre Idee. Sie hat gesagt, trag es für mich. Sie hat mir das Kostüm gekauft. Das ist ganz großartig, Larry. Oh, ein Weihnachtsmannkostüm. Sie muss wirklich süß sein. Boah, so niedlich. Nick, wer ist sie? Sie ist ja wohl nicht deine. Nicht meine, was? Nein, ist sie nicht. Ich bin seine Partnerin. Maya Fey. Ich bin, die kleine Schwester. Schwester? Oh, Nick, das muss hart sein. Den ganzen Tag arbeiten und auf die kleine Schwester aufpassen. Nein, ich bin nicht Nicks Schwester, sondern die von meiner großen Schwester. Boah, super Aussage. Ah, cool. Keine Sorge, Maya. Ich hätte ihn nicht zu. Hat er vielleicht was gesehen, was ist passiert? Hey, Larry. Hier ist jetzt nach der Mord passiert. Du arbeitest hier. Hast du irgendwas gehört? Nick, du verschwendest deine Zeit. Gestern war Heiligabend. Er war anscheinend bei Kianze. Er wird sicher nicht hier in der Kälte gestanden haben. Autsch. Hm?
denke, das, was du gesagt hast, hat mir auf den falschen Fuß erwischt. Nein, es ist nur... Gernst du zurzeit gar nicht in der Stadt? Sie ist auf Hawaii bei einem Fotoshooting. Das ist eine geile Ausrede. Ein Model. Ich wusste es. Wie auch immer. Gestern sah es hier nur Mord passiert. Die Verhandlung ist morgen. Oh, nett. Damit glaubt es etwas. Miles etwas. Nick? Warum sollte Larry etwas kennen? Den kennt er doch. Wow, Nick. Du meinst doch nicht den Miles Edgeworth? Den alten Edgy? Ja, der ist richtig Edgy. Genau den. Er steht unter Mordverdacht. Wow. Mord? Hä? Du kennst den Edgeworth, Larry? Klar. Edgy war warum das beiden in der gleichen Abschlussklasse an der Schule. Was? Summery Hot Dogs? Erzähl uns doch mehr von den Hot Dogs. Hä? Ach, du meinst Summery Hot Dogs? Warum heißen die Summery Hot Dogs? Ich finde, sie sind irgendwie aus wie Kürbisse. Oh. Ursprünglich hießen sie mal Kürbis Hot Dogs. Mit Hupfelwürstchen und so. Auweia. Die Summery Sachen war Janzes Idee. Oh, sie ist die Frau meines Lebens, weißt du? Sie sagt immer, ändere den Namen. Tu es mir zuliebe. Sie hat auch das Plakat gemacht. Mann, die Kinder sind ganz wild auf diese Summery Hot Dogs. Ja, der Name macht schon viel aus. Irgendwas daran erscheint mir falsch. Oh, und weißt du was? Wir kriegen eine Menge Kunden am See. Das liegt an dem Knüller. Dem Knüller? Ja, Gurdi. Gurdi? Edgeworth? Also, Edgeworth war mit Ihnen in der Klasse, Larry? Ja, Nick, er und ich hingen viel zusammen ab. Wow, das wusste ich ja gar nicht. Verstehe mich nicht falsch. Er war immer der Streber von uns. Er lernte die ganze Zeit, weil er wie sein Vater werden wollte. Wie sein Vater? Boah, das ist der Vater von Edgeworth. Er hat seinen Vater getötet? Boah. Okay, weiß ich nicht genau, denn ich habe den Fall noch nicht komplett mal durchgespielt. Ja, Edgeworths Vater war damals ein berühmter Strafverteidiger. Wow. Warte mal. Hattest du Strafverteidiger? Ja. Moment. Herr Edgeworth ist doch Ankläger. Was? Er beklagt sich die ganze Zeit? Nein, er ist Staatsanwalt. Das ist das genaue Gegenteil eines Strafverteidigers. Oh, kannst du mal sehen. Ich sprach immer davon, den Schwachen zu helfen, die Hilfe bräuchten. Er sprach immer von der Verpflichtung, die jeder der Gesellschaft gegenüber hat. Was hat aber seine Meinung geändert? Hast du eine Ahnung, Nick? Nick? Gurdi. Was ist Gurdi? Hä? Du meinst, du hast keine Ahnung? Er ist hier, in diesem See. Ein riesiges, mysteriöses Monster. Gurdi eben. Ein Monster? Ja. Lies es nach. Da ist ein Artikel in der Zeitung von gestern. Mit Foto. Wow. Es ist wirklich wahr. Das Neueste. Riesige Lebensform im Gurzi gesichtet. Okay, so schräg wie das ist, könnte es sein, dass das auch hinter dem Boot war. Nick, ein Monster. Ein echtes Monster. Ja. Es ist eigentlich nur ein Baumstamm, richtig? Hey. Das ist das Zitat von dem Fotografen dabei, der das Foto geschossen hat. Hm? Und was steht da? Ich habe die Kamera vor der Matte geschaltet und als er ins Bild kam, hörte ich ein lautes Peng. Wie bei einer Explosion. Und dann gab es ein Geräusch, als wenn etwas ins Wasser rutschte. Okay.
Ich wünschte, ich hätte es selbst gesehen. Warum sollte es einen Knall wie eine Explosion geben? Levi, darf ich mir den Artikel ausleihen? Klar, kein Problem. Das macht dann 1 Million Dollar. 1 Million? Mit Artikel wachsen, Levi. Gute Artikel zur Gerichtsakte hinzugefügt. Okay, das ist schon interessant. Dann. Grüße. Und Strafanstalt. Wenn er da ist, ne. Dann Anwaltskanzlei. Dann. Rosberg. Da ist was los. Man muss immer gucken, wo geht was ab. Anwaltskanzlei Rosberg. Ah, das vertraute alte Rosberg. Ah. Sie sind Mias. Irgendwas, nicht wahr? Ich war Stellvertreter. Stimmt. Phoenix Schweiz. Aha. Und es sind auch Mias irgendwas, nicht wahr? Ihre kleine Schwester. Richtig. Sie sind gewachsen. Sie sehen ihre Schwester mal ähnlicher, wissen Sie? Das erinnert mich an vergangene Zeiten. Ah, die Tage meiner Jugend. Wie der Duft frischer Zitronen. Wissen Sie? Herr Grossberg? Hm? Ah ja, entschuldigen Sie. Sie sind zu mir hergekommen, um etwas mit mir zu besprechen. Worum geht's also? Ist irgendwas passiert? Ja, vielleicht ein Mord. Was passiert ist? Letzte Nacht ist ein Mord geschehen. Ein Mord? Haben Sie nicht davon gehört? Ich, bin gerade aufgestanden, wissen Sie? Tja. Miles Edgeworth hat jemand mit einer Pistole erschossen. Edgeworth? Was? Wen? Nun, die Identität des Opfers ist noch nicht bekannt, ist noch unbekannt. Das sind ja schreckliche Neuigkeiten. Ich glaube, ihr hattet noch nichts davon gehört. Das wird. Herr Grossberg? Was ist mit dem Gemälde passiert? Ach ja. Ich glaube nicht, dass es jemals in dieses Büro zurückkommen wird. Ich kann es Ihnen wirklich als gestohlen melden. Ich denke, das ist mein verdienter Nachtisch. Alter, bitterer Nachtisch. Bringt auch nicht so viel? Kann mit ihm quatschen? Ne, irgendwas präsentieren? Hält das Bild? Das ist also der Moment, in dem das Verbrechen verübt wurde, oder? Ja. Man kann nicht wirklich mit Sicherheit sagen, dass es Edgeworth ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Überhaupt nicht sicher. Gut, das wird auch nicht so viel bringen. Entschuldigen Sie bitte, ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen dabei behilflich sein kann. Kann ich nicht. Ne, das, nicht Morddezernat. Doch, dieses Dezernat-Dings ist nicht dabei. Edge ist auch nicht da. Ah. Doch, hier, Kriminalabteilung. Da geht's weiter. Kein Gamshow zu sehen. Falls Inspektor Gamshow suchen, der ist gerade im Vernehmungszimmer. Offensichtlich ist gerade ein wichtiger Zeuge aufgetaucht. Er wird wohl noch eine Weile da drin sein. Lauter Hart. Das muss sie sein. Oh oh. Gut, der Such bringt auch nicht so viel. Haben wir schon alles? Da ist ein Poster. Das Poster einer Polizistin. Ah nein. Das ist die neueste Ausgabe des Kalenders. Bräute in Uniform. Mann, oh Mann. Kann man am See? Jetzt mal abklappern. Da ist er. Gar nicht creepy. Bootsverleih. Und der Strand. Nee. Der Wald, genau.
Was kann da anders sein? Bin ein bisschen leicht überfragt. Irgendwas Cooles zu präsentieren. Vielleicht ein guter Artikel zu ihm? Tut mir leid, Nick. Darüber weiß ich nicht viel. Einfach der Gürzchen an sich. Ist auch nichts los. Bei der Anwaskanzlei bringt es auch nicht so viel. Wenn ich hier die Zeitung präsentiere. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen dabei hilflich sein kann. Okay. Da bin ich gerade echt ein bisschen leicht überfragt. Würde aber trotzdem ganz gerne hier doch schon ein bisschen leicht vorzeitig speichern. Kann ich speichern normalerweise erst, wenn ich jetzt einen. Wenn ich jetzt die Ermittlung abgeschlossen hätte und es zum Prozess kommen würde. Aber. Ich komme gerade irgendwie nicht ein bisschen weiter und bin ein bisschen. Ich weiß nicht. Was machen wir einfach beim nächsten Mal weiter? Sprich, wir speichern jetzt hier bei Slot Nummer 8. Überschreiben das. Genau. Episode 4, Adirnwandel, Tag 1 R. Mittlungen. Ah, genau da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Wann es sein, weiß ich nicht so ganz genau, aber in nächster Bilde. So, also wie gesagt, wir speichern hier ganz kurz mal hier. Gehen back zu dem Titelbildschirm. Und wir mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass beim nächsten Mal. Wobei, jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Rein von der Facecam her. Ja, ich bin gut zu sehen. Hintergrund ist schon rausgekippt. Passt eigentlich. Ja, muss ich auch noch ein bisschen. Muss ich noch ein bisschen reinfuchsen hier. Also, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht bei Fall Nummer 4, Adieu und Wandel. Bis dann.